Willkommen bei «Sendung Geld», einen guten Abend. Das erste Quartal 2021 ist schon fast zu Ende. Dank der laufenden Corona-Impfungen und der Hoffnung auf eine baldige Normalisierung vom Wirtschafts- und Gesellschaftslebens haben sich die Börsen zuerst noch positiv entwickelt. Die Anlegerinnen und Anleger haben die Erholung der Konjunktur dank der Covid-Impfungen bereits vorweggenommen. Die verschärften Corona-Massnahmen und Lockdowns haben die Wirtschaft im ersten Quartal aber wieder belastet. Weil in Amerika die Renditen der langlaufenden Staatsanleihen stark angestiegen sind, hat sich die Anlegerstimmung aber im Februar und März ein bisschen eingetrübt. Die Investoren haben Angst vor einer Inflation. Wenn Zinsen steigen, sind Aktien weniger attraktiv. Wie geht es an den Aktienmärkten im zweiten Quartal weiter? Wie gefährlich sind steigende Zinsen in den USA und Inflationsängste? Darüber reden wir jetzt mit dem Florian Keller, Leiter im Investment Center bei der Acrevis Bank. Ja, wie stark wird die neueste Covid-19-Welle die Schweizer Wirtschaft belasten? Ja, man muss das ein bisschen differenzierter anschauen. Der Dienstleistungssektor, insbesondere Branchen aus dem Bereich Gastronomie, Events, Tourismus, die leiden natürlich sehr, sehr stark unter dem Lockdown. Andere Sektoren, wie beispielsweise der Industriesektor, die sind fast auf Vorkrisenniveau. Für das erste Quartal erwarten wir in der Schweiz ein leicht negatives Wachstum. Für das Gesamtjahr erwarten wir ein Wachstum, ein BIP-Wachstum von gut 3%, falls dann mit dem Impffortschritt auch Lockerungen möglich sind. Und dann können wir auch hier in der Schweiz die Rezession vom letzten Jahr kompensieren. Interessanterweise, Börsen sind nach wie vor in guter Stimmung. Obwohl, sie müssen wir fast von Feststimmung reden. Da haben wir mehrfach wieder Rekordwert gesehen. Auf der anderen Seite haben wir Inflationssorge, weil die Renditen von der langlaufenden US-Staatsanleihen aufgegangen sind. Ja, was heisst das jetzt für Börsen? Werden die Aktien weniger attraktiv? Wie geht es im zweiten Quartal weiter? Also die Inflationserwartungen, die sind natürlich angestiegen, so auf 2,1% in den USA. Darum sind dann auch Treasuries in den USA angestiegen, auf 1,6% der 10-Jährigen in den USA. Wir sehen das noch recht entspannt und wir sind da immer noch auf sehr, sehr tiefen Levels. Also das bleiben vor allem auch die Aktien noch sehr interessant. Also natürlich kein Problem. Wo sehen Sie denn jetzt im zweiten Quartal Chancen? Also wir sehen hier einige Chancen aufgrund der immer noch sehr, sehr vielen und grossen Konjunkturprogramme der Länder und auch immer noch aufgrund der expansiven Geldpolitik der Zentralbanken bleiben natürlich die Aktien attraktiv. Dann sind auch viele Konjunkturdaten erstaunlich robust, insbesondere auch in den USA. Darum, trotz der hohen Bewertungen, finden wir mittelfristig die Aktien immer noch spannend. Bei den Aktienmärkten gibt es eine Sektorrotation. Wir legen momentan vermehrten Fokus auf zyklischere Titel, wie beispielsweise aus dem Bereich von der Industrie oder aus dem Finanzsektor. Auch unabhängig von der Corona-Pandemie setzt sich am Schweizer Finanzplatz ein klarer Trend durch. Immer mehr Finanzfirmen und immer mehr professionelle und private Investoren bevorzugen nachhaltige Anlagen und verlangen, dass ihre Gelder auf der Basis von Nachhaltigkeitskriterien, Umwelt, Soziales und moderne Unternehmensführung investiert werden. Ein wichtiges Thema dabei ist auch der Klimawandel. Börsenfirmen werden darauf geprüft, ob sie mit ihren Aktivitäten dem Klima schadet oder ob sie zum verbesserten Klimaschutz beitragen. Ja, nachhaltige Anlagen sind im Trend. Wie kann man davon auch als Privatanleger profitieren? Man kann hier ganz unterschiedlich profitieren. Das Thema ist auch äußerst vielfältig. Man kann in Unternehmungen investieren, die bei den Nachhaltigkeitskriterien, die Sie einleitend erwähnt haben, bei den sogenannten ESG-Kriterien, besser abschneiden können als andere Unternehmungen. Wenn jemand das Thema Energiewandel wichtig ist, kann man vermehrt auf Anlagen setzen, die von der Energiewende, die jetzt passiert, profitieren können. Dazu gehören Unternehmungen, die CO2-arme, CO2-freie Formen von Energie erzeugen. Und dann gibt es aber auch viele Firmen, die entlang von der gesamten Energiewertschöpfungskette, wie beispielsweise Zuliefer von elektronischen Komponenten, von dem Megatrend können profitieren. Ein grosses Risiko ist der Klimawandel. Wie fließt das jetzt, der ganze Klimawandel und Klimadiskussion, in die Auswahl der Anlage ein? Ja, Sie sagen es. Beim letzten globalen Risikoreport vom WEF
ist ein Scheitern von Klimaschutzmassnahmen das grösste Risiko dargestellt worden. Wir tun bei unseren Vermögensverwaltungsmandaten bei der Rohstoffquote nicht mehr auf herkömmliche Energien wie Erdöl setzen, sondern legen den Fokus auf zukunftsgerichtete Energien. Also jetzt konkret, wenn man jetzt auch als Privatanleger einen Beitrag zum Klimaschutz leisten will, wie muss man da vorgehen? Als einfaches Beispiel gibt es neue so Low-Carbon-Indizes, die eine technische Expertengruppe von der Europäischen Kommission ins Leben gerufen hat. Da werden die Unternehmungen in den Index aufgenommen, die zu einer stetigen Reduktion des CO2-Ausstoßes beitragen können. Und dann kann man als Anleger ein Anlageinstrument auswählen, wo solche Low-Carbon-Indizes als Vergleichsindex anwenden können. Und dann kann man hier einen aktiven, direkten Beitrag zum Klimaschutz leisten. Danke vielmals, Florian Keller. Wir alle erleben momentan, wie sich die Mobilität schnell und stark verändert. Mit den elektrisch betriebenen E-Scootern, den E-Bikes, den E-Roller und den Elektroautos sind heute viele neuartige Fahrzeuge auf der Schweizer Strasse unterwegs. Der Wandel bei der Elektromobilität geht so schnell, dass es manchmal schwierig ist, bei den geltenden gesetzlichen Vorschriften für die Fahrzeuge und bei den Versicherungsanforderungen überhaupt noch den Überblick zu behalten. Im Geld zeigen wir darum das nächste Mal, was genau gilt und wie man sich als Nutzer von all diesen neuen Elektrofahrzeugen absichern. Einen schönen Abend.